Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Technikon. Wir machen mal wieder ein bisschen weiter. H, wie, haben ganz lange drüber nachgedacht. War gar nicht so einfach mit H. Und dann kam uns gerade die Idee, H wie Hubraum. Eigentlich so fast so die mitentscheidendste Größe an unserem geliebten Auto. Erstmal vorweg, ganz viele von euch haben gefragt, das binde ich mal kurz in das Video ein. Diese Relaunch-Kollektion von dem Alos Trademark gibt es aktuell nur auf der Essen Motorshow. Und weil wir uns entschieden haben, online die etwas weitere College-Kollektion zu launchen. Aber mal gucken, nach der Essen Motorshow, wie viel Ware wir noch so haben, was weggegangen ist, was noch da ist. Wenn das noch genug ist, dass wir es auch online stellen können, dann bekommt ihr die Sachen natürlich auch online zu kaufen. So, und jetzt geht's los, H wie Hubraum. Also, H wie Hubraum, wir fangen mal bei den absoluten Basics an. Das wird heute schon recht einfach hier. Also für diejenigen, die wirklich Ingenieure sind, oder einfach sich viel mit Autos beschäftigt haben. Ihr könnt gleich wieder ausmachen. Der Rest ein bisschen zuhören, weil könnte auf jeden Fall interessant werden. Also ich bleib dran. So, es geht schon los. H wie Hubraum. Was ist überhaupt der Hubraum bei dem Motor? Wie der Name eigentlich schon sagt, das ist der Raum des Hubs. Das heißt, der Kolben in einem Motor hängt hier am Pleuel. Dieses Pleuel ist an der Kurbelwelle. Die zeichnen wir jetzt einfach mal so hier ein. Diese Kurbelwelle dreht sich theoretisch zentrisch hier in der Mitte, also das ist die eigentliche Achse. Und dieser Abstand, das ist der Hub. Das heißt, wenn die Kurbelwelle sich jetzt einmal rumdreht, haben wir den gesamten Hub, weil theoretisch die Welle sich rumdreht und den Kolben über die ganze Pleuellänge bis nach ganz unten zieht. Und sobald die Welle dann wieder hoch geht, geht der Kolben auch wieder hoch. Das heißt, der Kolben fährt um dieses Maß hoch und runter. Und dieser Bereich dazwischen, das ist der sogenannte Hubraum. Eigentlich ganz easy. Das heißt, von ganz oben bis ganz unten das Volumen davon. Allerdings, ursprünglich kommt das Wort Hubraum wahrscheinlich von einem Einkolbenmotor. Jetzt ist es allerdings so, bei einem 4, 5, 8, 10 Zylinder ist es so, nicht, dass ihr es verwechselt, ein 2 Liter Motor mit 4 Zylindern hat logischerweise nicht 4 mal 2 Liter, sondern 4 mal einen halben Liter und dann in Summe 2 Liter Hubraum. Dafür habe ich sehr lange gebraucht, um das zu verstehen. Die Vor- und Nachteile ist eigentlich ganz easy. Also, ja, um es zu realisieren, dass es so ist, nicht um es zu verstehen. So, das heißt, wenn wir ein Vierzylinder mit 2 Liter Hubraum haben, hat der pro Zylinder einen halben Liter Hubraum. Wenn wir ein Sechszylinder mit 2 Liter Hubraum haben, was recht selten ist, hat der pro Zylinder nur 0,33 Liter Hubraum. Das ist schon mal so der erste Punkt, die Basics. Jetzt die nächsten Basics ist, wie berechnet sich der Hubraum? Eigentlich ganz einfach, ist eine ganz normale mathematische Formel von dem Volumen eines Zylinders. Weil wir haben oben ja einen Kreis und wir haben unten einen Kreis und haben dann quasi den Hub, wie das Ding hoch und runter geht. Das heißt, um den Hubraum zu berechnen, müssen wir als allererstes die Fläche des Kreises berechnen. Das ist in dem Fall, boah, wie lange habe ich kein Pi mehr gezeichnet? Pi mal r Quadrat ist theoretisch erstmal die Fläche. Das heißt, wenn wir jetzt, wir können es ja einfach mal Pi mal Daumen rechnen. Pi mal Daumen. Passt sich wieder. Wir nehmen jetzt einfach mal, was kann man gut rechnen, einen 80 mm Kolben. Das heißt, 80 mm Kolben ist der Durchmesser. Das heißt, ihr müsst die Hälfte davon nehmen. Das heißt, wir haben in dem Fall Pi 3,14. Bitte steinigt mich jetzt nicht, dass ich hier nicht noch eine Million Kommazahlen hintermache. Aber für unsere Hubraumberechnung reicht es vollkommen aus. Mal, ich mache es immer gleich so, ich rechne es gleich immer um in Zentimeter. Wenn ich jetzt den Kolbendurchmesser in Millimeter angebe, haben wir am Ende logischerweise auch das Volumen in Milliliter. Wollen wir aber nicht, wir wollen ja Kubikzentimeter, wie der Name meistens schon sagt. Somit haben wir einen Kolbendurchmesser, 80 Millimeter. Kolbendurchmesser sind 8 Zentimeter. Wir wollen den Radius, sprich die Hälfte, sprich 4 cm im Quadrat. Das sind dann 4 mal 4 sind 16. Das heißt 3,14 mal 16 sind, boah, wie in alten Zeiten hier, 4, 8, 1, 1. Und hier haben wir 4, 1, 3. Das sind dann also 4, 12, 0, 5. Jetzt hätte ich beinahe verkackt. 2 Kommastellen, Kubikzentimeter. Weil diese Angabe in Zentimeter war. Das heißt, habt ihr ein 80er, Kolben, hat dieser Kolben eine Fläche von 50, ist nicht korrekt, was ich hier gerade erzähle, weil wir sind noch gar nicht beim Volumen. Dieser Kolben hat eine Fläche von 50,24 Quadratzentimeter. Weil noch sind wir ja nicht in der dritten Einheit, weil nach oben geht es ja gleich erst. Jetzt
müssen wir dazu noch die Höhe nehmen, sprich die dritte Einheit, um auf ein Volumen zu kommen. Das ist in unserem Fall der Hub. Der Hub wird definiert über die Kurbel, wie ich schon sagte. Nehmen wir jetzt als Beispiel einen Motor, nehmen wir mal einen Quadrathuber. Quadrathuber heißt Durchmesser Kolben und Durchmesser und Hub ist gleich. Das heißt 80 Meter Kolbendurchmesser und 80 mm Hub. Müssen wir das Ganze logischerweise, weil wir jetzt gerade den Flächeninhalt haben, nochmal mal 80 mm, sprich 8 cm. Das heißt 50,24 mal 8 sind in dem Fall 2, 24, 18, 0, 1. Hier kommt noch die 5 hinter, sind 40 Kubikzentimeter mit 2 Kommastellen. Das heißt, in diesem Fall hat jetzt ein Zylinder von 80 cm Durchmesser mit 80 mm Hub. Das sind 400,182 Kubikzentimeter, was gleich 0,402 Litern entspricht. Das heißt, wir haben ungefähr, damit man jetzt mal eine Relation dazu hat, ich wollte gerade sagen eine 0,4er Heinekenflasche, aber die hat ja einen Hals oben dran. Das heißt so diese typische, ja die typische Cola-Dose hat 0,33, ein bisschen größer als die Cola-Dose. Kommt auch ungefähr hin, 8 cm, 8 cm. Fertig. So habt ihr theoretisch den Hubraum schon mal pro Zylinder ausgerechnet. Das Ganze dann jetzt mal 4 als Beispiel, weil es ein Vierzylinder wäre und schon wärt ihr bei 1,6 Liter. Verständlich, wie man es berechnet? Ja, auf jeden Fall. Einfachste Physik, ja, Mathematik, klar. Wie auch immer. Mathematik, so, auf jeden Fall. Das waren erstmal die Basics. Jetzt kommen wir zur Technik, was dieser Hubraum eigentlich macht. Ursprünglich waren die ganzen Motoren Saugmotoren. Das heißt, die hatten keine Zwangsaufladung, sondern haben genau nur mit diesem Hubraum gearbeitet. Das heißt, ohne den Hubraum würde dieser Motor gar nicht funktionieren. Das liegt einfach daran, dass der Motor erzeugt ja seine Energie durch die Verbrennung und des Runtergehens des Kolbens. Dafür ist der Hubraum aber erstmal fast egal. Natürlich ein größerer Kolben und mehr Hub erzeugt natürlich ein höheres Drehmoment auf die Welle. Aber das ist erstmal gar nicht der Punkt, der eigentlich die der Motor braucht. Sondern diese Explosion kommt ja dadurch zustande, dass ihr Sauerstoff im Brennraum habt. Und dieser Sauerstoff muss ja ohne eine Zwangsaufladung, also ohne Turbolader, ohne Kompressor etc. erstmal irgendwie in diesen Brennraum reinkommen. Weil es ist jetzt ja nicht so, dass ein Ventil aufgeht und er ist voll. Und genau deswegen haben wir den sogenannten Hubraum. Das heißt, wenn der Kolben von oben nach unten geht, saugt der logischerweise den Hubraum einmal in den Motor rein. Kolben ist oben, der eigentliche Brennraum ist fast leer. Kolben geht runter, sprich dieser ganze Bereich wird wie bei, ich sag jetzt mal, einer Luftpumpe, einmal mit Luft gefüllt. Und das ist dann nämlich die Luft, die ihr später im Brennraum braucht, dass ihr genug Sauerstoff habt für diese Verbrennung, welche dann die Leistung auf den Kolben erzeugt durch die Expansion. Da sind wir aber dann bei einem anderen Thema. B wie Brennraum können wir nicht mehr machen oder B wie Verbrennung. B wie Verbrennung macht Sinn. Aber wir könnten V wie Verbrennung machen. Das wäre mal interessant. Habe ich auch nicht so den Plan von, aber kann man sich vielleicht noch ein bisschen einlesen. Dafür ist der Hubraum erstmal da. Beziehungsweise früher war der Hubraum dafür da, diesen Sauerstoff in den Motor reinzukriegen. Deswegen ist es natürlich auch so, je mehr Hubraum, je mehr Luft kriegt ihr mit einmal Kolben runtergehen in den Motor rein. Je mehr Sauerstoff, je mehr Benzin, je mehr Kraft, je mehr Expansion. Das war damals so. Irgendwann kam dann die Zeit, dass man es halt einfach nicht über den Hubraum holt, sondern jetzt kommt ja noch eine zweite Kerngröße dazu, das ist die Drehzahl. Das heißt, wie oft dieser Kolben pro Minute, weil Drehzahl ist ja immer angegeben als Beispiel, wir nehmen jetzt 4000 Umdrehungen pro Minute. So, das heißt, dieser Kolben geht 400 Mal hoch und runter. Das heißt, man kann jetzt ungefähr Folgendes gleichsetzen. Ein 1,6 Liter Motor bei... Sorry, ich rede jetzt gerade von 400 Umdrehungen, sind natürlich 4000 Umdrehungen, so ungefähr. Man kann natürlich jetzt einen Motor ungefähr gleichsetzen. 4000 mal die Minute gehen 1,6 Liter hoch und runter. Oder man nimmt einen Motor, der doppelt so groß ist, 3,2 Liter. Der muss dann logischerweise nicht 4000 Umdrehungen machen, sondern da reichen schon 2000 Umdrehungen für die gleiche Menge an Sauerstoff im Motor drin. Heißt das dann im Endeffekt auch für die gleiche Leistung? Eigentlich ja. Also so ganz grob in Basics schon mal ja, weil dann kommt natürlich noch dazu, ein größerer Motor mit mehr Hubraum hat natürlich mehr Verluste. Es ist alles schwerer. Kurwelle ist schwerer, Kolben ist schwerer, weil es ist alles größer. So, das heißt, der Motor hat erstmal wiederum mehr Verluste, die man erstmal wieder ausgleichen muss. Ja. Aber man kann prinzipiell sagen, dass die Kerngröße bei einem Sauger sind eigentlich drei Sachen. Das ist einmal der Hubraum, das ist einmal die Drehzahl und dann kommt noch der Aspekt dazu, Verdichtung, wie weit das Ganze am Ende komprimiert wird. Das ist immer ein ganz anderes Thema. Okay. So, aber so haben es zum Beispiel damals in der Formel 1, die es geschafft, diese
exorbitante Leistung aus diesen Saugmotoren damals rauszukriegen, weil die haben halt einfach eine Limitierung des Hubraums gehabt. Das heißt, die durften zum Beispiel damals, ich glaube, nur 3 Liter Hubraum haben. Das heißt, ein 3 Liter Saugmotor hat in der Serie, wenn er richtig, richtig stark ist, wir nehmen als Beispiel mal einen M3 Motor, der hat dann so ungefähr 350 PS. In der Formel 1 sind die aber, ich glaube, mit 2,4 Liter damals schon in Richtung 800, 900 PS gefahren. Wie macht man das Ganze? Man geht einfach mit der Drehzahl dreimal so hoch. Ja, okay. So, das heißt, die haben nicht 6.000 gedreht, sondern 18.000 gedreht und schon hast du theoretisch den gleichen Hubraum wie bei 6.000 Umdrehungen 9 Liter Hubraum. Somit ist immer, Hubraum ist immer eine Größe, aber da entscheidend dazu ist aber die Drehzahl immer noch. Was man allerdings halt sagen kann ist, das ist der Grund, warum ihr immer das Gefühl habt, dass ein Motor mit viel Hubraum unten raus schon so stark fährt. Das liegt einfach daran, dass der bei, ich sag jetzt mal 1500 Umdrehungen, schon doppelt so viel Volumen hat wie ein Motor, der nur halb so groß ist bei 3000 Umdrehungen. Ja. Deswegen fahren diese V8 als Beispiel unten raus immer so kernig los. Das ist zumindest jetzt erstmal der Punkt Hubraum beim Saugmotor. Beim Turbomotor kann das Ganze noch ein bisschen anders sein, weil da ist dieser Aspekt des Reinsaugens der Luft gar nicht so entscheidend, weil hier wird die Luft ja am Ende über den Turbolader eh in den Motor reingedrückt. So, das heißt, dort herrscht ein Überdruck, ein Ladedruck. Das heißt, der Punkt da ist jetzt nicht vernachlässigbar, aber nicht so entscheidend. Ja, was gibt es noch so zum Punkt Hubraum zu sagen? Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, warum die Motoren mit der Zeit immer vom Hubraum her kleiner werden, weil in der Automobilindustrie ist ein Riesenpunkt immer Bauform. Man will den Motor möglichst klein haben, damit man drumherum genug Platz hat für Crash, dass man genug Stauraum, wie sagt man, nicht Staufläche, auf jeden Fall Aufprallschutz für Passanten und so weiter. Ja, dafür braucht nicht drauf, wie es heißt. Dafür braucht man natürlich Platz in der Front. Und jeder, der beim Polo die Haube aufreißt oder halt früher bei irgendeinem Ami die Haube aufreißt, sieht halt sofort, dass die Motoren viel, viel, viel kleiner geworden sind. Da sie aber die gleiche Leistung am Ende erzielen sollen, musste man mehr Luft in den Motor reinkriegen und somit kam es dann irgendwann zu den Turbolader, um halt einfach die Abgasenergie zu nutzen, um wieder Frischluft in den Motor reinzudrücken. Weil man kann schon Pi mal Daumen immer sagen, dass für als Beispiel 300 PS braucht man immer die gleiche Luftmenge. So, das heißt 300 PS, dem zugehörig ist immer eine Menge an Sauerstoff, die man braucht, eine Luftmasse. Und dementsprechend kann man halt immer gucken, wie man an diese Luftmasse in Summe rankommt. Gibt es aber so irgendwie den effizientesten Motor, bedingt durch einen bestimmten Hubraum? Weil jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der 2-Liter-Motor ist ja gefühlt der Motor momentan, der von allen Herstellern irgendwie verwendet wird. Gute Frage. Also ich glaube schon, wenn es in Sachen Effizienz geht. Effizienz muss man jetzt erstmal darlegen. Effizienz in Sachen maximal viel Leistung aus dem Hubraum rauszukriegen oder Effizienz im Sinne von maximal wenig Sprit zu verbrauchen? Nee, schon Leistung. Also wir reden hier die ganze Zeit von Leistung, deshalb würde ich jetzt auf Leistung gehen. Ich glaube schon, dass wenn man auf Leistung gehen will, muss man immer, immer mehr Zylinder machen, weil man dann die Drehzahl so massiv steigern kann. Okay. So, da sind wir wieder bei dem Punkt, ein Vierzylinder mit 2 Liter Hubraum hat ungefähr, wie wir hier gerade lesen, zwischen 80 und 90 mm Hub. Es gibt eine gewisse Kolbengeschwindigkeit, die Maximum ist. Das heißt, die Kolbengeschwindigkeit wird in Metersekunden angegeben. Das ist quasi der Moment, wo der Kolben genau in der Mitte ist. Das heißt, an dem mittleren Punkt vom Zylinder hat der Kolben logischerweise die größte Geschwindigkeit. Ja. Diese Geschwindigkeit setzt sich nicht aus dem Durchmesser des Kolbens zustande, sondern die setzt sich rein nur aus dem Hub zustande. Das heißt, wir haben jetzt gerade hier schon einen Hub von 80, 90 mm, das ist schon relativ viel. Das heißt, bei 10.000 Umdrehungen muss dieser Kolben 10.000 Mal hoch und runter gehen. Ist das korrekt? Er geht in einer Umdrehung hoch runter. Ja, ist korrekt. Er muss 10.000 Mal in einer Minute hoch und runter gehen. Das heißt, es ist natürlich entscheidend, ob ich 4 Kolben habe, die 80 mm hoch und runter gehen oder ob ich 8 Kolben habe, die nur 40 mm hoch und runter gehen. Okay. So, das heißt, bei dem 8-Zylinder im Verhältnis zum 4-Zylinder ist der Hub viel, viel weniger und in dem Moment kannst du viel, viel mehr Drehzahl fahren und kannst somit viel mehr Leistung aus dem Motor rausholen. So, das ist der Grund, warum man kleines Volumen mit vielen Zylindern macht. Das heißt aber nicht, dass die Effizienz am Ende besser wird, sondern einfach nur die, auch nicht die Reserve, sondern das Potenzial wird einfach erhöht von so einem Motor. Die Effizienz, glaube ich, ist ziemlich gut bei dem 2 Liter Vierzylinder, weil, jetzt kommt der nächste Punkt, man hat ja immer, wie der Name schon sagt, 4 Takte. Das heißt, der komplette Verbrennungsprozess braucht nicht nur einmal Kolben hoch runter, sondern zweimal Kolben hoch runter. Einmal wird angesaugt, wobei die Takte gehen wir jetzt nicht durch, das würde zu lange dauern. Ja. Aber auf jeden Fall 4 Takte. Das heißt, Kurbelwelle dreht sich zweimal. In dem Moment
für eine Zündung. Jetzt kann man das zum Beispiel bei einem 5-Zylinder natürlich nicht aufteilen. Asymmetrische Zahl funktioniert nicht, deswegen klingt der 5-Zylinder auch so geil, weil es keine Überlappung gibt. Okay. Ein 4-Zylinder kann man aber perfekt aufbauen, indem man einfach zwei Kolben nach oben macht, zwei Kolben nach unten. Das heißt, die sind quasi von den Takten her immer genau anders. Das heißt, zwei Kolben sind oben, einer ist gerade am Verbrennen, der andere ist quasi gerade beim, also der eine zündet, der andere hat die Abgase gerade ausgestoßen und fängt beim Rotor an, wieder anzusaugen. Und die anderen beiden in der Mitte gegenüber. So, das heißt, dort überlagern sich die Zündvorgänge überlagern sich nicht, aber die Massenbewegungen im Motor verteilen sich genau. Ja. Zwei gehen hoch, zwei gehen runter. Und das gleicht sich halt genau so aus, dass der Vierzylinder für seine geringe Anzahl an Zylindern schon relativ laufruhig ist. Macht Sinn. Drei Zylinder hingegen, deswegen hören die sich auch immer so ruppig an. Wenn man jetzt diese drei Kolben, da kann man nicht zwei gleichzeitig laufen lassen, sondern das ist wirklich 1, 2, 3 übertrieben gesagt. Und deswegen sind die auch eher immer ein bisschen vibrationsstärker und ein bisschen ruppiger. Fünf Zylinder, da werden die Takte wieder so eng aneinander, dass deswegen das Ding dann so hellgeil klingt. Alles klar. So, also wir fassen zusammen, für Sauger viel Leistung bei gleichem Hubraum, auf jeden Fall viele Zylinder, wenig Hub, extreme Drehzahl. Und ein Flugzeug. Und ein Flugzeug fliegt bei uns in Langenhagen gerade wieder über die Halle. Bei Turbomotoren wiederum ist es so, da braucht man gar nicht so viel Hubraum, weil dort müsst ihr euch vorstellen, dieser Hubraum wird ja in dem Moment, wenn ihr vor dem Einlassventil einen Ladedruck habt und dieses Ventil aufmacht, wird ja dieser gesamte Hubraum vollgefüllt mit Luft. Jetzt kann es halt passieren, bei viel Hubraum, dass diese Motoren so viel Drehmoment kriegen, dass es einfach alles kaputt macht. Also wenn man einen Motor bauen könnte, der einfach alles aushält, dann ist natürlich Hubraum immer das Tollste. Aber bei Turbomotoren ist es halt wirklich so, wenn dann da irgendwie bei 2000 Umdrehungen das Einlassventil aufgeht und mit 2 Bar einfach die Luft da reinströmt, kommt da am Ende so ein krasses Drehmoment bei raus, dass einfach alles auseinanderfliegen würde. Deswegen ist bei Turbomotoren ist eigentlich immer so, dass man da bei einem gesunden Maß an Hubraum am Ende bleibt. Okay. Ja. Also ich habe was gelernt. Noch irgendwelche Fragen? Nee, also ich hatte mir tatsächlich die Formel-1-Thematik aufgeschrieben, aber das hattest du eigentlich alles schon angerissen und beschrieben. Ja, die sind ja ganz lange 10-Zylinder gefahren, ne? Ja, aber halt jetzt der Vergleich mit, dass sie halt jetzt V6 fahren mit 1,6 Litern und dann halt die Beschränkung auf 15.000 Umdrehungen, hast du alles erklärt. Plus Turbolader. Plus Turbolader, klar. So, genau, aber da sieht man halt auch, die fahren halt V6 und nicht 4-Zylinder. Ja. Hat bei denen auch noch ein bisschen was damit zu tun, dass man den V6... deutlich flacher bekommt. Vier Zylinder müsste jetzt ja stehen, das heißt, der ganze Motor wird vom Schwerpunkt her höher, als ein relativ großes V. Das heißt, die Motoren werden auch nicht so stehen in der Formel 1. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich würde mal vermuten, dass das V wird möglichst weit auseinander sein. Auch wenn dort dadurch eine asymmetrische Zündfolge entsteht, werden die in Kauf nehmen, weil die werden wirklich das Ding maximal flach in diesem in der Korse drin haben wollen. Gab es doch, glaube ich, auch mal, ich weiß gar nicht, wie es ist, ich glaube, die Kurbelwelle bei der Formel 1 liegt irgendwie 12 cm über dem Boden. Also. Echt jetzt? Ja, die ist da wirklich richtig, richtig tief drin. So, ne? Also der Mittelpunkt der Kurve. Ja, macht das dann im Endeffekt. Nee, also ich habe sonst keine weiteren Fragen. So, jetzt als nächstes kommt dann noch das können wir kurz anreißen, das Thema Verdichtung. Das ist dann einfach nur das Verhältnis aus diesem Zylinder, wenn der Kolben unten ist, und das Verhältnis aus diesem Zylinder, wenn der Kolben oben ist. So, und das Verhältnis dazwischen ist halt am Ende nochmal die Verdichtung. Ja. Das heißt, wenn wir eine Verdichtung von 10 haben, heißt das gesamte Volumen wird, während der Kolben nach oben geht, ums 10-fache zusammengedrückt. Das ist dann ein Punkt, der mit Effizienz zu tun hat, weil natürlich je weiter etwas zusammengedrückt wird, je mehr Kraft entsteht auf jeden Fall, wenn es später wieder durch die Verbrennung auseinandergedrückt wird. Wir haben Hubraum ausgerechnet, wir haben den Hubraum ein bisschen erklärt, wie er durch die Kurbelwelle zustande kommt. Variabler Hubraum, meine ich, habe da schon mal was gesehen. Dass sich dieser Punkt in der Kurbelwelle quasi variiert. Ist ein bisschen so ähnlich wie, es gibt ja eine variable Ventilsteuerung. Dort gibt es verschiedene Nockenhübe. Das heißt, man kann den Ventilhub je nach Drehzahl verändern. Ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen, dass man es auch bei der Kurbelwelle gemacht hat. Aber ich vermute mal einfach, dass sich diese ganzen Mechanismen auf Dauer hier in so einem hochbelasteten Drehteil, wenn da irgendwie anfängt, das Lager sich zu verschieben, um mehr und weniger Hub zu erzeugen. Weil es ja hier wiederum so ist, man würde theoretisch untenrum, würde man den Hub ganz auffahren, dass man untenrum viel Hubraum hat. Und mit steigender Drehzahl könnte man theoretisch den Hub immer weiter wegnehmen und mit weniger Hubraum fahren. So könnte man eine gute Effizienz von dem Motor erzeugen. Aber das wird technisch gesehen, glaube ich, gibt es da keine Lösung für, die wirklich dauerfest ist. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Unser Technikon ziehen wir durch. Jetzt sind wir schon bei H. Als nächstes kommt I. Und mal gucken, was uns da einfallen lässt. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Top.